Yo, Nafris, was geht ab? In diesem Video geht es um KuchenTV. Der hat ein Video gegen ABK gemacht, weil der spenden wollte für seine Festplatte. Und wisst ihr, wer schuld ist? Ich! Wer sonst? Ich bin dreckig, ich bin der Teufel. Ich habe doch bei KuchenTV kommentiert und meinte zu ihm, kannst du nicht ein Video zu ABK machen? Der hat darauf geantwortet und hat seinen Kommentar auch wieder schnell gelöscht. Guck mal bitte selber. Das hier ist das M wie Ring. Der Arme versucht gerade sein Abitur nachzuholen. Das Thema über die Festplatte ging eine Minute. KuchenTV macht darüber eine Cake News. Deine nächste Festplatte, Bruder, repariere ich dir für 2000 Euro, okay? Also ich lasse sie reparieren, aber ich mache ja trotzdem Plus. Die einfach über 4 Minuten geht. Das Video ging über das Schulsystem und er macht ein Video über die Festplatte. KuchenTV hat mir gestern eine Nachricht geschickt. Er hat mir geschrieben, ich bringe morgen ein Wie Gurken sollen alle verarscht Video. Vielleicht kannst du ja drauf reacten. Damals hast du bei Montana Black gelutscht, damit er eine Reaction über dich macht und jetzt fängst du mit ABK an. Im Video sagt er, dass er sich freuen würde, wenn man ihm dafür das Geld spendet und hat natürlich auch seinen Tipi-Stream-Link ganz oben in die Beschreibung getan. Ich verstehe jetzt nicht, wo soll er denn sonst seinen Spendelink reintun? Soll er ihn in seinem Schuh verstecken? Natürlich muss der nach ganz oben, damit die Leute, die auch spenden wollen, ihn direkt sehen. Hä? Das ist so eine dumme Aussage. Erstmal ist ein Großteil seiner Zuschauer wahrscheinlich relativ jung. Natürlich hat man junge Zuschauer auf YouTube. Das ist doch kein Pornoportal. Und selbst da sind die Zuschauer hier. Es ist doch einfach keiner gezwungen, dafür zu spenden. Aber Kinder sind natürlich leichter zu beeinflussen. Und gerade wenn er am Anfang des Videos noch von meiner Army spricht, dann fühlen sich die Kids natürlich angesprochen. Dass jemand sagt, meine Army. Wie soll er denn sonst seine Zuschauer nennen? Der Arme ist jetzt auch noch Psychologe geworden. Du hast gegen die Mutter deines Kindes Videos gemacht. Und redest jetzt aus psychologischer Sicht? Darüber hinaus hat er zwar das Geld, um gefühlt 20 Mal im Jahr in den Urlaub zu fliegen, aber Geld für eine kaputte Festplatte, das sollen ihm dann plötzlich seine Zuschauer finanzieren oder was? Ich fliege jedes Mal mit ihm in den Urlaub. Aber was machen wir da? Wir produzieren dort Videos. Jeder hat doch anderen Content. Nur weil du die ganze Zeit zu Hause sitzt und von dort aus Videos machst, deshalb sind doch deine Videos langweilig. Die Videos, die auf der Festplatte waren, sind ja Videos aus China. Die hat er auch produziert für YouTube. Und deshalb hat er sich gedacht, okay, vielleicht kann ich ein wenig Unterstützung kriegen, da sowieso das meiste bei ihm Geld ist. Ich finde halt nur die Art nicht cool. Wenn du auf sowas Bock hast, dann mach den Stream an, hau ein Spendenziel rein, versuch den nicht so krass zu beeinflussen, dann ist auch alles cool. Als ob es das besser macht, dass du Spenden bei Twitch sammelst. Hä, ob bei Twitch oder über YouTube nach Spenden zu fragen, da ist doch überhaupt kein Unterschied. Spenden sind Spenden. Als hätten diese Spenden mehr Wert als die anderen. Ich habe selber mal recherchiert und bei zwei Festplatten-Reparaturservicen angerufen. Einmal bei Data Recovery und die haben mir gesagt, dass die Analyse 69 Euro kostet und dann je nachdem, wie aufwendig das ist, zwischen 500 und 1500 Euro. Datenrettung in Braunschweig hat mir ungefähr den gleichen Preis durchgegeben. Du tust auch so mit den 1500 Euro, als wäre es irgendwie der Mittelwert. Ey, es gibt so viele Firmen in Deutschland, du hast bei zwei angerufen und stellst das so da, ja, überall kostet das gleich viel. Und natürlich werden die dich ja auch mit einem günstigen Preis erstmal locken, ne? Bevor es hinterher heißt, ja, das, das und das musste gemacht werden. Und dass das Ganze zu teuer ist, dafür kann ja ABK nichts. Das bedeutet im Endeffekt also, dass diese 2500 Euro insgesamt absolut überzogen sind. Die Firma stellt ja den Preis zusammen. Was soll er denn am Ende sagen? Nein, zahle ich nicht, behaltet meine Daten. Wenn man die Daten so dringend braucht, es kann auch gut sein, dass es etwas zu teuer ist. Aber gerade bei Datenrettung denken sich Firmen, ah okay, die Menschen brauchen dringend diese Daten. Da können wir auch mit dem Preis höher gehen, die sind bereit dafür zu zahlen. Und das nutzen natürlich Firmen aus. In den Kommentaren schreibt er dazu, dass das Ganze so teuer ist, weil die Festplatte so groß ist. Diese soll irgendwie 4 Terabyte groß sein. Allerdings spielt die Größe bei der Festplattenreparatur überhaupt keine Rolle. Und natürlich spielt die Größe der Festplatte eine Rolle. Je mehr Daten du hast, desto länger geht auch der Prozess der Wiederherstellung. Das ist doch klar. Der hat uns das ja erklärt. Und die Festplatte musste nach Berlin in ein Labor geschickt werden. Da haben die festgestellt, dass die Mechanik komplett kaputt ist. Also musste erstmal die Mechanik repariert werden, bevor überhaupt die Daten wiederhergestellt werden konnten. Wenn der Lesekopf kaputt ist, dann muss man das Ganze in einem Labor wiederherstellen. So, das kannst du nicht einfach in deinem Zimmer machen. Im Endeffekt versuchen die halt nochmal Zugriff auf die Festplatte zu haben und spiegeln dann die Daten einfach auf eine andere Festplatte. Ja, das Rübersenden dauert dann vielleicht 5 Minuten länger, aber das ist kein Aufpreis von 800 oder mehr Euro wert. Ganz normale Daten wiederherstellen. Du kannst bei Chip Online dir ein Programm runterladen und deine Daten wiederherstellen. Das ist doch keine Kunst. Ich habe ABK auch bei Instagram geschrieben, weil ich möchte natürlich nicht mehr einfach so Hate spreaden. Er hat es gesehen, allerdings nicht drauf geantwortet. Ja, Digga, mehr kann ich halt auch nicht machen, außer dir die Hand zu reichen. Das ist richtig cringe. Du redest über Handreichen, als wärst du der Bundeskanzler von YouTube. Komm, ABK, komm bitte, nimm meine Hand. Ich kann dir helfen. Ich muss kein Video über dich machen.